herzlich willkommen zu den Let's Play Pandemic 2. Ja, warum ein zweiter Teil? Ein zweiter Teil, also diesmal oh, nur mit mir, ohne Nervous. Deswegen, weil ich habe dann halt gesehen, das Bauch hat einfach das Spiel nicht mitgenommen. Deswegen mache ich das jetzt auf jeden Fall richtig. Okay, aber erstmal gucken wir mal, was man hier noch so machen kann. Power, Vitali. Boost. Brauche ich gewisse Punkte? Habe ich nicht. Workbench. Kann ich irgendwas zusammencraften? Nein, ich brauche dafür Blueprints. Charaktere. Ja, okay. Egal. So, dann enter wir mal in der Lobby. Ich hoffe mal, dass diesmal alles klappen tut. Server might be down. Och nö, ich sag jetzt nicht, ist er down. Nein, ihr seid doch doof. Ja, ihr seid doch doof. Gucken wir mal im Inventar herum. Die könnten wir doch ausrüsten, oder? Das Ding. Nicht mehr meine Dagen. Ich brauche nur einen Spieler. Ich will die Horde machen. Nö, sind down, geht nicht. Okay, dann machen wir halt das Tutorial. Das alles müsst ihr euch halt ganz einfach beim letzten Mal genauso vorgestellt haben, wie es hier so aussah. Bloß mit ein paar mehr Monstern und ein paar mehr Mitspielern. Wie zum Beispiel gibt es jetzt Kuh, können wir uns heilen oder kaputt machen. I'm John Cinnamoy. 100 Zombie-Quäler. Ja, ich bin ein Zombie-Quäler. Und jetzt press Spacebar to dock. Gut, werde ich. Save your friends. Okay. Wird geheilt. So, weiter nach da. Ja, genau in der Mitte hat niemanden getroffen. Gut, bin einfach, ich hab echt perfektes Aim. Wasser, Wasser, Wasser. Kann zum Beispiel beim Schießen dann besser als hier die Monster treffen. Finde ich gut. Und ein Schwerschuss. Hier brauchte ich wahrscheinlich erst noch ein paar Mal mehr oder sowas. Hier oben diese Leiste da, dafür brauche ich, die muss voll sein, damit ich Dingsbums dafür die habe. Destroy the Barricade. Joa. Das könnten wir ja dann machen. Ja, es ist eine etwas größere Explosion. Wenn man das aufgeladen hat. Jetzt wäre schon wieder ein Level, aber jetzt könnte ich hier wieder irgendwas klicken.
Hier, damit geht's schneller. Horden von Monster verbringen. Also das finde ich recht cool. Also nichts gegen das Spiel hier. Es ist halt bloß ein bisschen ätzend, das aufzunehmen. Wenn es beim ersten Mal nicht weiß und hätte man einfach kein Bild, was man eins zeigen kann. Aber dafür, obwohl wahrscheinlich beim anderen könnt ihr es sogar vielleicht sehen, dass er es hingekriegt hat, richtig zu machen. Kennt ja von den Diablo Let's Plays und das ist auch Diablo ähnlich. X. Flagge wandeln! Fertig. Aber man kann ihn nicht kaputt machen. Schade. Weites kurz noch zu sagen ist, die Grafik sieht echt gut aus, ne? Also da geht's echt nicht. Also, das ist alles hoch aufgelöst. Ich finde es klasse. Also, grafiktisch ist das Spiel Bombe. Da geht auch nichts kaputt. Da unten noch. Ach, das Captcha da jetzt erst. Ach so funktioniert das. Kaputt. Yeah, pick up die ganzen Müll. Das ist aber ganz viel, was ich aufgesammelt habe. Wo sieht man denn da, was ich aufgesammelt habe? Das wäre schon gar nicht. So, jetzt geht's weiter nach oben. Wenigstens einmal das Tutorial durchgespielt, konnte man wenigstens ein kleines bisschen vom Spiel sehen, wie das da ist. Das ist jetzt ganz okay, also. Das sieht ja echt cool aus, das Auto. Was kann ich hier machen? Hier ist der Floater. Das Bild wird schwarz. Was ist jetzt passiert? Hallo. Anscheinend ist das Spiel abgestürzt.
ist nicht schlimm. Ich würde sagen, dann beende ich diesen Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es so dieses Tutorial war. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder. Ciao!